Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 10. März. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir versuchen es direkt nochmal, weil es vorhin wohl einen kleinen Bug gab mit der Sendung des heutigen Tages. Heute die EZB-Event, ganz klar. Hier geht es heute zur Sache. Euro-US-Dollar dahingehend aber wenig überraschend in seiner Bewegung bislang. Also ergo hier die Annahme von gestern weiterhin beachten, was passiert, ob wir hier aus der Range 1,10, 20, 30 nach oben rausbrechen oder eben unter 1,082 gehen. Das könnte sich heute mit einem High Movement vielleicht durchaus vollziehen. Ansonsten Euro-US-Dollar eben die große Preisfrage, korrektive Abwärtsbewegung jetzt dann wieder aufnehmen oder nicht. Das, wie gesagt, wird sich heute 13,45, 14,30 wahrscheinlich entscheiden. Aber im Vorfeld des gestrigen Tages oder der heutigen EZB-Sitzung fand am gestrigen Tag schon eine Zinsentscheidung statt, und zwar hier die RNBZ aus Neuseeland senkte überraschend den Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 2,25 Basispunkte und daraufhin reagierte der Neuseeland-Dollar sehr, sehr verschnupft. Tatsache ist, das war nicht die Annahme, beziehungsweise der Markt hat hier vielmehr ja eine andere Maßnahme in Augenschein genommen, nämlich hier, ich selbst auch gestern beim Devisenradar, eher hier eine Möglichkeit eines Aufstiegs präferiert mit der gestrigen Entscheidung. Allerdings, und das sehen wir hier sehr schön im Wochenchart zunächst, hat der Neuseeland-Dollar es nicht schaffen können, hier über 0,68, 40, 45 rauszuziehen. Diese Horizontalwiderstandszone seit Oktober des letzten Jahres wurde noch nicht mal in der Vorwoche und dieser Woche nahezu angelaufen. Das spricht tendenziell hier für eine mögliche Ausdehnung der Schwäche und eben vor dem Hintergrund, dass es die Zinsentscheidung gab Richtung Süden, wurde auch noch orakelt, dass eben aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in China und des asiatisch-pazifischen Raumes sogar weitere Leitzinssenkungen erfolgen könnten. Und das ist natürlich für eine Währung Gift, gerade in Bezug dessen, dass hier der US-Dollar mitspielt, also eine Währung gegen die andere und der US-Dollar als solcher ja hier praktisch die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen hat, auch wenn das natürlich mittlerweile auch schon sehr, sehr schwammig geworden ist. Aber generell die RNBZ hat hier halt sehr, sehr deutlich gemacht, die neuseeländische Notenbank, dass es hier nicht so aussieht, als würde das die letzte Maßnahme sein. Und das ist für den Neuseeland-Dollar sicherlich schlecht, entsprechend hier die Abwärtsbewegung. Im gestrigen Devisenradar wurde das meinerseits eigentlich nicht erwartet. Das war auch, wie gesagt, für viele Marktteilnehmer eine Überraschung. Grundsätzlich hier eben diese Abwärtsbewegung. Schauen wir uns das mal kurz im Stundenchart an. Gestern Abend, immer in der Abendsession hier in Neuseeland, ging es hier über 100 Pips nach unten. Der Markt versuchte sich dann hier während der Asia-Session so ein Stück weit zu stabilisieren, kommt jetzt hier hoch, aber das sieht mir hier alles sehr, sehr korrektiv aus, insbesondere hier unterhalb von 0,6720, 0,6730 ist hier der Bär zu bevorzugen. Das heißt, eine Erholung hier, auch möglicherweise heute hier im weiteren Umfeld, könnte sich hier als Short-Einstiegsgelegenheit durchaus darstellen, da sich hier der Bias generell zum Neuseeland-Dollar sichtlich verschlechtert hat. Auch hier im Tageschart, hier diese Aufwärtstrendlinie seit Januar durchbrochen. Hier jetzt auch 0,6730, 0,6720, hier diese Horizontallinie ist jetzt hier meines Erachtens ein ganz massiver Widerstandsbereich, der hier ganz klar auf der Währung drückt, lastet und hier eher weiterfallende Preise präferieren dürfte. Umkehren dürfte sich das Ganze erst, wenn wir hier über 0,6820 gehen, insbesondere 0,6840, 50, hier oben 30, das ist hier diese Zone. Da muss er wirklich erstmal rüber, bevor sich das Bild hier weiter aufklärt. Das sehe ich aber aufgrund der Entscheidung und der Aussichten eben hier keinesfalls. Die Lage also hier definitiv denkbar schlecht für den Neuseeland-Dollar. Und das zeigt sich auch insbesondere hier bei dem Trade Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar, den wir hier saisonell neulich mal vorstellten. Der entwickelte sich nahezu mustergültig nach oben, bis auf den kleinen Spike hier nach unten. Das war nicht passend, aber tendenziell hier ein saisonaler Win-Trade. Der Trade ging auf sozusagen und hier mit Überwindung des Widerstands um 0,1097 hat sich hier praktisch schon in den Vortagen einen Ausbruch angedeutet und mit dem gestrigen Schub hat hier der Australdollar ganz klaren Rückenwind bekommen gegenüber dem Neuseeland-Dollar und hat sich hier sozusagen technisch wieder in Stellung gebracht. Jetzt eben interessant, wie es hier weitergeht. Über 1,12 könnte hier sogar eine weitere Aufwertung erfolgen. Gehen wir mal weiter zurück hier. Da kommt eine Abwärtstrendlinie aus früheren Jahren, die nehmen wir jetzt mal raus. Wir betrachten jetzt mal die Horizontalbereiche. Hier 1,12
1,13, das sind die Widerstände, da sind wir praktisch jetzt genau. Wenn es darüber hinausgeht, ja, dann kann es nochmal richtig nach oben gehen. Also hier der Australdollar sogar mit einem positiveren Bias jetzt als der Neuseeland-Dollar. Definitiv spannend. Insofern mal abwarten, was da jetzt heute noch kommt. Die EZB-Geschichte dürfte natürlich hier nicht so viel beeinflussen, aber die Schieflage der EZB und die Situation der Aufklärung und der Maßnahmen, die hier dann heute erfolgen könnten, im Sinne eben hier möglicher Eingriffe wieder in den Einlagesatz, sind hier ganz klar ein Thema. Man muss abwarten, ob auch hier nochmal wieder Maßnahmen, eben so ein Anleihekaufprogramm erfolgen oder nicht. Da sind viele Spekulationen und Erwartungen im Markt. Also heute dürfte es oder könnte es mit Sicherheit noch sehr volatil werden. Ob die neuseeländische Notenbank hier wieder als Vorbote agiert, das darf man mal abwarten. Aber letztlich hat hier diese Senkung definitiv erstmal den Markt überrascht und wird auch hier sozusagen jetzt auch seine Früchte weitertragen im Sinne einer möglichen Schwäche Ausdehnung dieser beim Neuseeland-Dollar. Ansonsten würde ich mich auch jetzt alsbald schon verabschieden. Morgen kein Devisenradar, da wir hier auf den Investment und Business Days wieder zugegen sind. Schalten sich dort ein ganzes Paket an Events und insbesondere neben zwei Vorträgen meinerseits in der Früh mit dem Oliver Missmann in Kooperation zum Trade Officer, am Abend dann mit dem Rainbow Trading am Start und insbesondere Sonntag der JFD Game Changer Dark. Dort erhalten Sie Broker Insider und Trading Insider Tipps und Tricks. Das wird den ganzen Sonntag laufen auf Channel 6, schalten Sie da auf jeden Fall ein. Das ist ein spannender Tag und da erhalten Sie definitiv tiefe Einblicke in JFD. Und abschließend noch der Hinweis auf die Brokerwahl, die denn da hier ansteht. Und da sei nur gesagt, es gibt zahlreiche Broker, die da auch zugegen sind. Aber wenn man natürlich hier die Fairness, transparent und reale Ausführung betrachtet, dann denke ich, gibt es nur einen Broker, den man hier präferieren sollte. Denn Fairness, Fairplay und eben hier das. Der demokratische Handel, der faire Handel, das steht bei JFD ganz oben drum. Vote for JFD und da geht hier weiter der Weg in die richtige Richtung. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, wie gesagt, sehen wir uns, hören wir uns am Wochenende. Entweder live in Frankfurt oder Viva Livestream von überall aus der Welt. Das nächste Devisenradar da selbst wird es am Montag geben, wieder 9:30 Uhr zur gewohnten Zeit. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und passen Sie auf, die EZB-Events sind immer oder recht häufig mit reichlich Volatilität gesegnet. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.